Die Stadtgemeinde La Andataya startete über den Verein Tender eine Sozialraumanalyse für mobile Jugendarbeit. Jubest, eine eigene Einrichtung des Vereins Tender, führte diese Analyse in der Stadt durch. Wir sind für den Bezirk Mistelbach zuständig. Wir waren bis 2018 eine Jugendberatungsstelle und fangen jetzt an, im Bezirk mobile Jugendarbeit zu installieren. Weil wir einfach draufgekommen sind, dass so Jugendzentren, Jugendtreffs, nur reine Jugendberatungsstellen nicht mehr zeitgemäß sind. Wir wollen noch niederschwelliger arbeiten. Nicht, dass die Jugendlichen zu uns kommen müssen, sondern dass wir gehen auf die Jugendlichen zu. Und die Sozialraumanalyse dient als Vorbereitung dafür, dass wir einfach den Sozialraum kennenlernen von den Jugendlichen. Wir schauen uns die Stadt an und schauen, wo die Jugendlichen vor Ort sind. Genau. Seit Anfang März sind die Mitarbeiter von Jubest dabei aktiv auf Jugendliche an ihren Treffpunkten zugegangen und haben sie auch befragt. Aber es wurden auch Vertreter von Institutionen wie Schuldirektorinnen und Schuldirektoren zum Thema Jugend in La interviewt. Also wir von Jubest haben Stadtteilbegehungen gemacht, das heißt, wir waren in ganz La unterwegs und haben uns die Hotspots angeschaut, die wir teilweise schon gekannt haben, beziehungsweise die uns Jugendliche genannt haben, und haben eben dort an diesen Orten dann mit Jugendlichen gesprochen, wo sie sich gerne aufhalten, was sie machen, wie sie ihren Alltag, ihre Freizeit verbringen. Ausgesprochen nett waren die Jugendlichen und auskunftsfreudig, das heißt, wir haben eigentlich nie jemanden getroffen, was wir auch verstehen würden, der sagt, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder lass uns in Ruhe. Sondern egal, ob sie einzeln oder in der Gruppe waren, sie haben sich immer die Zeit genommen, haben mit uns geplaudert und haben uns wirklich wertvolle Tipps und Infos gegeben. Ihr wart auch vorab in den Schulen unterwegs und habt auch Kontakt mit den jeweiligen Direktoren gehabt. Genau, ja, wir haben Termine vereinbart mit den Schulen. Und haben im Zuge einer Schulvorstellung, wo wir eben uns als Einrichtung präsentiert haben und uns als Person vorgestellt haben, eben auch gezielt anhand von Fragebögen erhoben, wo sich Jugendliche aufhalten, was ihnen in der Gemeinde gefällt und in der Stadt La, wo sie ihre Zeit verbringen. Und eben auch mit einer vergrößerten Landkarte gearbeitet, mit einer sogenannten Nadelmethode, wo man eben in dem Fall haben wir Klebeetiketten ausgeteilt an die Jugendlichen und die haben eben markiert, wo sich ihre Lieblingsplätze in der Stadt befinden. Unsere Zielgruppe ist von 12 bis 23 und wir haben die Erfahrung gemacht, dass speziell die Jüngeren, so von 12 bis 16, eigentlich sehr zufrieden sind mit der schönen Gegend, mit der guten Luft, mit den netten Leuten hier in La. Sobald sie dann mobil sind, fehlen ihnen dann doch einige Dinge in der Stadt, unter anderem ein Jugendzentrum, ein Jugendtreff, wo man sich halt auch im Winter treffen kann. Oder auch ein McDonald's zum Beispiel. Und dann sind sie halt unterwegs, dann fahren sie halt in die nächste größere Stadt und verbringen wahrscheinlich auch dort dann ihre Freizeit. Die Durchführung der Sozialraumanalyse und Auswertung dauert bis 31. Juli 2019, bevor die Ergebnisse dann präsentiert werden.